Meisterschaft. Viel Spannung. Da brennt die Luft. Abstiegskampf. Topstars. Fans, die erste Meisterschaft. Auswärtssieg. Heimstart. Ja, alles Gute, Galli. Und ruhig bleiben. Ja, ich sitze jetzt hier direkt neben dem Leverkusener Stadion mit Patrick Helmes. Die Luft brennt schon so ein bisschen, so vor dem Derby Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln. Patrick, du hast ja in der letzten Saison erheblich dafür gesorgt, dass der 1. FC Köln aufgestiegen ist mit deinen Toren, gemeinsam mit Novakovic. Du konntest erhobenen Hauptes von Köln nach Leverkusen wechseln. Was hast du jetzt eigentlich für ein Gefühl? Ohne dich wäre dieses Derby gar nicht existent. Ja gut, zum einen freue ich mich jetzt einfach riesig aufs Spiel gegen meine alten Kollegen und auch für den Verein, wo ich lange für gespielt habe. Ich glaube, die Rückrunde lief super für mich. Aus dem Grund habe ich auch noch für die EM mich anbieten können. Hat zwar nicht ganz geklappt, aber letztendlich war es doch ein positiver Schritt für mich. Und wie gesagt, natürlich habe ich viele Tore geschossen mit Nova und vielleicht war es auch wirklich maßgeblich wichtig, dass wir aufgestiegen sind. Aber jetzt ist es halt so, dass ich für Bayer Leverkusen spiele und mich riesig aufs erste Derby freue jetzt. Ja, wo liegt der Unterschied zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln? Du bist jetzt 4 Monate in Leverkusen. Kannst du was schon dazu sagen? Ja, natürlich. Also klar, jetzt unter Ihnen oder auch unter Michael Reschke sieht man einfach, dass der Verein seit 10 Jahren konstant nach oben geht. Also ich spiele immer europäisch zum größten Teil, außer diese Saison. Und von daher hast du halt schon vom Sportlichen her ein anderes Niveau, will ich einfach mal sagen. Andere Zielsetzung natürlich. Der FC ist ein Riesenverein, das weiß jeder und will in der Liga bleiben. Nur für Bayer Leverkusen ist es halt so, sie gehören zu den 6 Besten in der Bundesliga. Und da wollen wir doch die nächsten Jahre wieder hin. Pat, ich habe das Auftaktspiel gegen Dortmund live gesehen, dann nochmal Berlin im Fernsehen. Eigentlich hätte die beide Spiele ohne viel Glück gewinnen müssen. Unentschieden wäre das Mindeste gewesen. Hätte er nicht verloren, unentschieden gespielt, würde er jetzt an erster Stelle schon stehen. Also, was könnte er machen? Ich meine, du guckst ja jetzt immer in der Woche Fernsehen, Champions League, UEFA Cup. Also, das ist die klare Zielsetzung. Was ist drin für euch? Was glaubst du? Ja, ich denke einfach, wir haben eine junge Mannschaft und das sieht man halt noch oft. Deswegen gegen Dortmund und Hertha, wo wir wirklich beide Spiele auch klar besser waren und mit Sicherheit das Erste sein hätten müssen. Aber nun mal ist es so nicht. Wir machen auch noch viele kleine Fehler, aber ich denke, wir stellen sie langsam ab, nach und nach, und von daher stehen wir auch recht kompakt mittlerweile hinten. Aber wie gesagt, natürlich musst du beide Spiele wenigstens unentschieden spielen, dann bist du an erster Stelle. Aber ich glaube, genau aus den Spielen lernen wir und deshalb wird es auch nicht mehr vorkommen. Habe ich noch eine Frage. Ulf Kirsten, der große Torjäger von Bayer Leverkusen, er war auch 3-mal Torschützenkönig der Bundesliga in den 90er Jahren. Eigentlich Torschützenkönig des Jahrzehnts, hat die meisten Tore geschossen, ist eigentlich manchmal so ein kleines Ekelpaket, wenn man ihn genauer kennt, den lieber Karl. Er ist sehr, sehr sparsam mit Lob. Er hat 2 Stürmerkollegen, die nach ihm aktiv wurden. Also unwahrscheinlicher Lob. Weißt du, wer das ist? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also Berbatov, der galt damals hier als Chancentod, hat gesagt, der macht eine ganz große Karriere. Ja, wie gesagt, er spielt in ManU, hat auch diese Woche 2 Tore geschossen beim 3-0-Sieg. Und der zweite bist du. Er hat gesagt, der Pet, der hat ein Talent und vor allen Dingen eine Schusstechnik, da beneide ich schon drüber, der muss jetzt schon Stammspieler in der Nationalmannschaft werden, ohne Wenn und Aber. Und ich sag, der Kirsten ist sehr, sehr sparsam mit Lob. Wie empfindest du das? Ne, ist ein Riesenlob für mich, wie gesagt, also wenn Ulf Kirsten, der wirklich der Torjäger schlechthin war, die letzten 15 Jahre, will ich einfach mal sagen, sowas sagt, dann ehrt das dann schon ein ganz gewaltig. Und von daher ist es schön, dass er mich glaubt. Ich gebe natürlich weiter Gas und hoffe halt, dass ich das umsetze, was er von mir erhofft. Bringt natürlich auch noch jetzt Selbstvertrauen. Ja, noch die letzte Frage, ich kann das ja nicht entsparen. Es gibt der große Knatsch jetzt aktuell, Löw gegen Ballack. Da soll sich jetzt nicht zum Krach direkt äußern, aber wie ist eigentlich der Ballack? Ist der wirklich so unnahbar in der Mannschaft oder wie empfindest du das als junger Spieler? Nein, also wie gesagt, ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm. Ich denke auch für uns Spieler ist er extrem wichtig, auch gerade für die Jungen. Er ist halt der Leader, vom Fußballrechten her nicht wegzudenken, will ich mal sagen, aus der Nationalelf. Und menschlich so in der Truppe? Also klar, wird viel darüber diskutiert, aber ich kann sagen, dass er sich ganz normal verhält. Also er ist halt mittendrin, die Mannschaft ist eh intakt, von daher passt auch er super da rein. Klar hätte man das jetzt ein bisschen anders machen können, aber wie gesagt, ich habe es nur am Rande mitbekommen und von daher ist alt genug, wird selber wissen, was er macht. Ja, dann wünschen wir, dass die beiden sich wieder versöhnen, dass alles ausgeräumt wird und dir wünsche ich natürlich, dass du deine Wünsche realisieren kannst für die Nationalmannschaft und vor allen Dingen mit Leverkusen, dass du da nächste Saison europäisch dabei bist und ich dich dann auch hier und da im Fernsehen gucken kann. Toi, toi, toi. Dankeschön. Alles Gute.